Hallo, liebe Geschwister. Wir gehen hinein, auch in diese neue Woche. Und ich freue mich, dass auch Sie mit dabei sind, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Wenn wir jetzt ins vierte Kapitel hineinschauen vom zweiten Timotheusbrief und da uns die Verse 1 bis 8 vornehmen. Paulus schreibt: Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, der Gericht halten wird über Lebende und Tote und angesichts seines Erscheinens und seines Herrschens als König. Verkünde den Menschen das Wort Gottes, tritt dafür ein, ob es ihnen gelegen kommt oder ungelegen. Ziehe sie zur Rechenschaft, weise sie zurecht und ermutige sie. Tu das mit aller Geduld und wie die Lehre es fordert. Denn es wird eine Zeit kommen, in der sie die unverfälschte Lehre nicht mehr ertragen wollen. Vielmehr werden sie sich immer neue Lehrer suchen, die ihren Bedürfnissen entgegenkommen und ihren Ohren schmeicheln. Aber vor der Wahrheit werden sie ihr Ohr verschließen und sich erfundenen Geschichten zuwenden. Du aber bewahre einen klaren Kopf. Sei auch bereit zu leiden. Komm deiner Aufgabe nach, die gute Nachricht zu verkünden. Erfülle deinen Dienst mit ganzer Hingabe. Bald wird mein Blut wie ein Trankopfer vergossen, und für mich ist die Zeit gekommen, dass ich sterben muss. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs angekommen. Ich habe treu den Glauben bewahrt. Nun warten auf mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den wird mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag überreichen. Und nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Wieder haben wir zwei Teile in diesem Text. Das erste, das Paulus Timotheus noch einmal bewusst klar macht. Das Entscheidende ist nicht zu vergessen, dass nämlich es das Gericht gibt über Lebende und Tote und dass der Herr kommen wird und dass er als König herrscht über diese ganze Welt. Und deswegen fordert er ihn auf: Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus, der eben dies, der kommen wird. Und zwar das Entscheidende, da merkt man die Dringlichkeit, die ihm da sozusagen auf den Nägeln brennt: Verkünde den Menschen Gottes Wort. Und zwar zu jeder Zeit, ob es ihnen gelegen ist oder ungelegen. So wichtig ist dieses Wort eben, so wichtig ist es, dass es verkündet wird, denn ohne die Verkündigung dieses Wortes, wie sollen sie es erfahren, wie sollen sie es wissen? Hauptziel: verkündigen. Das ist im Prinzip das, Menschen zu Christus führen. Und das geschieht nicht dadurch, dass wir irgendwelche Werke der Gerechtigkeit als erstes tun, sondern das geschieht dadurch, dass wir von ihm reden, dass wir deutlich machen, dass uns das am Herzen liegt. Natürlich auch, das ist das auch etwas, das Leben und Reden übereinstimmen müssen. Wir können nicht letztlich nur Worte machen und eigentlich unsere Taten zeigen etwas ganz anderes. Auch wenn wir immer wieder da hinein zurückfallen werden. Oder wir können nicht nur irgendwie handeln, aber schweigen. Und damit Menschen eben nicht darauf hinweisen, was Christus schenkt, wer Christus ist. Das zweite: zieh sie zur Rechenschaft, weise sie zurecht und ermutige sie. Also begleite sie auf ihrem Weg.
Misch dich ein, wenn was schief läuft. Zieh sie zur Rechenschaft bedeutet auch, frage nach, wenn Dinge nicht klar werden. Wenn vielleicht auch falsche Wege eingeschlagen werden. Lass dich nicht beirren. Aber er sagt auch ganz klar, tu das mit aller Geduld, wie es die Lehre fordert. Also, nicht lieblos, sondern mit Geduld. Also erwarte nicht sofort, dass alles sofort radikal sich verändert, sondern habe Geduld, dass etwas wachsen kann. Und zwar nicht aus dem, dass du nun hier stehst und mit erhobenem Zeigefinger davon redest, sondern dass das Wort Gottes, wenn ich es auch verkünde, aufgehen kann, guten Boden findet, dass dieses Wort tatsächlich, ja, wurzelt. Und dann braucht eben die Pflege auch genauso Geduld, das Wässern und das alles, was dazugehört, den Boden auflockern und, bis dann wirklich vielleicht Frucht entsteht. Also in der Geduld, damit sie die Lehre auch wirklich aufgehen kann. Denken Sie an das vierfache Ackerfeld, war letztens ja im Gottesdienst auch. Denn es wird eine Zeit kommen, in der Sie die unverfälschte Lehre nicht mehr ertragen wollen. Eine Zeit, wo das Wort Gottes in dieser Klarheit anstößig ist. Interessanterweise leben wir in so einer Zeit, wo man es zur Seite schiebt, wo man der Meinung ist, das kann man doch nicht mehr 1:1 übernehmen, das kann man doch nicht mehr glauben, das ist doch nur sinngemäß so gemeint. Wir müssen mit der Zeit gehen. Interessant ist dieses mit der Zeit gehen, da habe ich viel durch die Brüdergemeinde gelernt, die sehr deutlich gesagt hat, die Verpackung kann sich ändern, aber nicht der Inhalt. Das bedeutet, das Wort bleibt, die Form kann sich verändern, die Form nicht des Wortes, sondern der Verkündigung des Wortes. Aber das Zentrum, das Wort selbst, ist unantastbar. Es kommt eine Zeit, da wollen sie es nicht mehr, da werden sie sich andere Lehrer suchen, andere, die ihnen nach dem Mund reden, anderen, die, ja, die eben nicht so klar sind, andere, die ihnen einreden, das ist alles gut und ihr kommt alle in den Himmel, weil ihr so brav seid und der liebe Gott muss euch ja reinlassen. Worte, die nichts fordern, aber so tun, als wäre man trotzdem der Beste. Nein, Paulus warnt und sagt sehr deutlich, das ist es nicht. Es geht nicht darum, dass unseren Ohren und unserem Ego geschmeichelt wird, sondern dass letztlich sie an die Hand genommen werden, dass letztlich das Wort Gottes durchdringt. Ja. Aber wir leben in einer Zeit, wo die Wahrheit nicht gehört werden will. Auch gerade auch Gottes Wahrheit nicht gehört werden will. Und wo man lieber mit allen möglichen erfundenen Geschichten arbeitet. Auch erlebe ich das sehr häufig, auch in der Kinderarbeit, also in der Arbeit mit den Kindern, mit den Jugendlichen, dass es nur um Allgemeines geht und eben nicht mehr um das Zentrum, nicht mehr um Christus, der allein der Weg ist und die Wahrheit und das Leben. Dass dieser Anspruch oft gar nicht mehr gestellt wird, weil es ja so viele Richtungen gibt und so viele Möglichkeiten. Und die Menschen sind hoffnungslos auf der Suche, verlaufen sich und verrennen sich in allen möglichen Kulten oder in den Freuden dieser Welt.
Und dann passt Gott nicht hinein. Also, bleibe beim Wort. Du aber bewahre einen klaren Kopf, sei auch bereit zu leiden, komm deiner Aufgabe nach, die gute Nachricht zu verkünden, und erfülle diesen Dienst mit ganzer Hingabe. Ist nichts hinzuzufügen. Es kann sein, dass alle andere Wege gehen, du aber bleibe dabei. Bleiben. Treue. Nachfolge. Du behalte den Herrn Jesus im Blick und verkünde, solange du kannst. Und es ist ihm so wichtig, weil er nun sehr deutlich auch davon spricht, dass seine Zeit nun endet. Bald wird mein Blut wie ein Trankopfer vergossen, und für mich ist die Zeit gekommen, dass ich sterben werde. Da kommen wir ans Opfer, er begleicht das Ganze. Man hat also Weizen und andere Dinge gebracht und hat diese auf dem Brandopferaltar vergossen. Und dann gab es das Dankopfer, das Trankopfer, da wurde Wein und Öl dann sozusagen und auch Wasser über den Altar gegossen. Und Trankopfer sollte Gott gnädig stimmen, aber hier geht es um mehr. Dieses Blut, sein Blut gibt er für die Sache Jesu. Nicht er bringt Heil, sondern Christus bringt Heil. Und er sagt sehr deutlich, und für mich ist die Zeit gekommen, dass ich sterben muss. Er weiß also darum, dass nun sein Weg zu Ende geht. Er weiß darum, dass er nun für den Glauben sein Leben gibt. Er ist verurteilt. Und er weiß darum, dass er als römischer Bürger nicht am Kreuz sterben wird wie Christus, sondern enthauptet werden wird. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich bin am Ziel des Wettlaufs angekommen. Ich habe treu den Glauben bewahrt. Das ist das, was er eigentlich immer wieder auch deutlich Timotheus gesagt hat. Bleib da drin. Kämpfe. Kämpfe wie einer, der auf der Bahn ist, der das Ziel vor Augen hat und der alles daran setzt, dieses Ziel zu erreichen. Lass dich nicht beirren, sondern kämpfe darum, dass du den Preis gewinnst. Und von diesem Preis spricht er auch ganz klar, wenn er dann fortfährt: Nun wartet auf mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Also der Siegeskranz Gottes wartet nun. Den wird mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag überreichen. Das ist schon auch ganz klar. Er weiß, dass in seinem Sterben er hinübergeht in die Herrlichkeit Gottes. Und er weiß, dass er alles geleistet hat und doch letztlich aus der Gnade des wunderbaren Gottes lebt. Diese Gnade verdankt. Der verdankt er es, dass er diese Hoffnung haben kann. Es ist nicht, dass er sich sozusagen durch sein Tun alles erkaufen konnte, sondern er ist nun am Ziel. Und nicht er hat es vollbracht, sondern es ist für ihn vollbracht worden und er war treu gefolgt. Das ist das Geheimnis unseres Glaubens. Es ist nicht unser Verdienst, es ist Christi Verdienst, dass wir diese Chance auf die Herrlichkeit Gottes haben. Und diese Chance hat eben nicht nur er, sondern alle, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten.
Das sagt er sehr deutlich. Er schaut nun von sich wieder weg und sagt, das gilt für alle, die im Glauben stehen, alle, die sich an Christus hängen, alle, die letztlich im Wort Gottes tief verankert sind und daraus ihre Kraft, ihre Hoffnung, ihr Leben schöpfen. Und ich hoffe, wir gehören dazu. Es ist eigentlich dieses Wissen darum, was dieses Neue Testament an so vielen Stellen widerspiegelt, dieses Wissen darum, wenn wir uns an Christus hängen, ist der Himmel für uns offen. Und das wünsche ich, dass wir daran tief verankert sind. Himmlischer Vater, du gibst uns diese frohe Gewissheit. Es ist mehr als Hoffnung. Es ist das Wissen darum, dass Christus uns vorangegangen ist und wir sein werden, wo er ist. Lass uns deswegen genauso treu wie Paulus diesen Weg gehen. Schenke uns, dass wir bewusst festhalten, auch wenn vieles uns vielleicht entmutigt und uns mancher Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir reden für die Katz völlig umsonst. Auch wenn manchmal wir enttäuscht sind von Menschen, wo wir meinten, sie müssten es doch begreifen oder ergreifen. Ja, es ist nicht die Erfolgsspur. Es ist nicht, dass wir letztlich von einem Triumph zum nächsten gehen. Es ist manchmal sehr hart und führt uns ins Leiden hinein. Und dennoch, du bist da. Und das ist wichtig. Wir danken dir dafür. Amen. Und so wünsche ich Ihnen, dass Sie an diesen Tagen immer wieder neu entdecken die Güte und Größe unseres Gottes. Bleiben Sie ihm befohlen und sehen Sie auf Christus und sein Wort. Gesegnete Zeit.